Von unseren Freunden aus Bethel haben uns in den letzten Tagen einige Fragen erreicht, die Anderson Lukoki nun beantworten wird. Wie lange spielst du schon Fußball? Ich spiele Fußball, seitdem ich 3 Jahre alt bin. Hast du Kinder? Nee, ich habe noch keine Kinder. Wie gefällt es dir in Bielefeld? Bielefeld gefällt mir persönlich sehr gut. Ist eine ruhige Stadt, sehr schöne Stadt. Ich komme aus Leverkusen, da ist es auch sehr ruhig, deswegen kenne ich es halt nicht anders und habe mich ganz gut hier einleben können. Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist Lasagne und Flammkuchen, aber nur von meiner Mutter. Welche Serien und Filme guckst du gerne? Serien gucke ich viele, aber habe jetzt eigentlich so gut wie alle durch, vor allem in dieser Quarantänezeit. Die letzte Serie, die ich jetzt gerade geguckt habe, ist Power. Die gibt es leider nicht auf Netflix, aber es ist sehr, sehr spannend. Wer so Gewaltserie und sowas sehen kann, dann kann ich nur empfehlen. Und Filme, ja, dadurch, dass halt Avengers Endgame der letzte spannende Film war für mich, gucke ich im Moment nicht so viele Filme, sondern wie gesagt eher Serien. Und wenn es was Neues gibt auf Netflix, dann bin ich eigentlich der Erste, der es auch direkt guckt. Was machst du in deiner Freizeit? In meiner Freizeit mache ich Musik und spiele PlayStation. Wenn Freunde da sind, eigentlich eher FIFA. Alleine eher ein bisschen Fortnite und sowas. Sonst eigentlich im Moment nicht so viel. Und wenn, dann mache ich halt Mucke, schreibe ein bisschen Texte und ja, kann leider auch im Moment nicht ins Studio gehen, aber wenn es wieder ein bisschen normaler ist, dann habe ich ja ein bisschen vorgearbeitet und kann da wieder ein bisschen ins Studio gehen. Wohnst du in Bielefeld und wie wohnst du? Ja, also ich wohne in Bielefeld und wie wohne ich? Ja. Wie soll ich wohnen halt? Also alles gut. Ich wohne in einer Wohnung und die ist auch groß genug für mich. Ich habe eine etwas größere Wohnung genommen, weil meine Eltern oft kommen oder meine Familie und kommt mich besuchen und da war es mir wichtig, halt viel Platz zu haben, damit die auch ein paar Tage bei mir schlafen können. Von daher wohne ich schon gut und habe mich, wie gesagt, hier auch gut einleben können. Hast du Ticks oder Macken beim Fußballspielen oder bestimmte Rituale am Spieltag? Ja, ich habe Rituale und Ticks beim Fußballspielen. Also vor jedem Spiel bete ich halt. Das ist Psalm 23 und das Vaterunser und Ticks. Also wenn ich mich konzentriere auf dem Spielfeld, hängt auf meine Zunge raus. Das sehe ich mal auf Bildern oder auf Videos dann. Und ich habe so eine leichte T-Rex-Haltung mit dem Daumen. So, das sehe ich halt immer so auf Bildern. Aber ja, so im Spiel fällt mir sowas nicht auf. Aber das sind eigentlich so die Ticks, die mir aufgefallen sind, die ich habe. Mit welchen Spielern hängst du auch privat rum? Mit welchen Kollegen ich außerhalb abhänge, eigentlich mit vielen. Halt, Jonathan Klaus wohnt bei mir im selben Gebäude, genau wie Alex Perez, deswegen sehen wir uns halt auch außerhalb vom Platz oft. Der eine macht mal irgendwie Essen für den anderen dann, wenn der andere zu faul ist oder sowas und andersrum auch. Der andere macht mal die Wäsche für den anderen mit oder dann wieder andersrum. Mit Ray Yabo hänge ich oft ab und generell mit den Jüngeren halt. Gehen wir nach dem Training oft essen, in ein paar Restaurants und dann geht jeder seinen eigenen Weg und geht dann nach Hause. Aber oftmals treffen wir uns nach dem Training noch zum Mittagessen. Mit welcher Mannschaft zockst du am liebsten FIFA? Bei FIFA spiele ich eigentlich jahrelang am liebsten mit Chelsea, weil das halt auch meine absolute Lieblingsmannschaft ist. Und ja, da habe ich mir halt gesagt, bleib dem Verein treu. Dieses Jahr ist halt ein bisschen schwieriger, weil halt die Spieler ein bisschen downgraded wurden und nicht so gut sind wie die anderen. Deswegen habe ich mein Glück da trotzdem mit Chelsea versucht. Bin leider nicht so erfolgreich gewesen wie die letzten Jahre. Deswegen bin ich halt in dem Jahr auf Liverpool umgesprungen und spiele dieses Jahr am liebsten mit Liverpool. Hat die Zahl 23 für dich eine Bedeutung? Die Zahl 23 hat eine Bedeutung für mich. Das ist das Psalm 23, das ist mein Taufspruch, mein Konfirmationsspruch. Wie gesagt, ein Bibelpsalm ist es und den Spruch oder diesen Psalm spreche ich auch vor jedem Spiel auf. Und ja, das gibt mir halt eine innere Ruhe und deswegen war es mir auch so wichtig, halt die Rücknummer 23 zu bekommen. Und bin halt froh darüber, dass ich sie jetzt auch habe. Kannst du bitte liebe Grüße an Roland Ilgner und Stefan Hohmann ausrichten? Ja, viele Grüße, Roland, Ilgner und
Stefan Hommann. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr seid gesund. Könnt das Beste draus machen in der Quarantänezeit. Ist schwierig, aber wenn wir alle zusammenhalten und alle zu Hause bleiben, dann bin ich mir sicher, dass die schlimmste Zeit schon vorbei ist und ja, wir bald wieder draußen sein können und das Leben richtig genießen können. Wie gesagt, viele Grüße an euch drei. Kochst du selbst, wenn du zu Hause bist? Wenn ja, was kochst du gerne? Ja, in letzter Zeit versuche ich schon, für mich selber zu kochen. Im ersten Jahr war es halt so, dass ich halt eher in Restaurants gegangen bin und viel draußen gegessen habe. Jetzt in der Quarantänezeit wurde ich auch ein bisschen gezwungen. Was ich halt selber schon gut kann, ist halt, sind halt Nudeln und mit was weiß ich wie vielen Beilagen, Spaghetti Bolognese, mit Spinat, mit Käse-Sahne-Soße, mit was auch immer. Also Spaghetti gelingt mir schon ganz gut, Reis bin ich auch gerade schon dabei und ja, jetzt versuche ich halt auch die etwas komplexeren Gerichte zu machen, wie Lasagne, obwohl es Ansichtssache, ob es halt komplexer ist oder nicht. Aber ich kriege da schon ein bisschen Nachhilfe und hoffe, dass ich halt noch ein bisschen lernen kann. Was vermisst du in dieser Zeit am meisten? Was ich im Moment am meisten vermisse, ist schon halt dieses Spielgefühl zu haben, wenn das Stadion voll ist, diese Atmosphäre, diese Wettkampfbedingungen wieder zu haben, wo man weiß, okay, heute ist Matchday, weil das ist halt einfach ein unbeschreibliches Gefühl und das kann ich so zu haben, ist sehr, sehr schade, aber natürlich weiß man auch, dass es auch wichtigere Sachen als Fußball gibt, wenn es vor allem um die Gesundheit eines Menschen geht und deswegen ist es natürlich auch nachvollziehbar, dass es gerade Priorität Nummer eins ist, auf die Gesundheit der Menschen zu achten und zurück zur Frage, das ist schon das, was ich am meisten vermisse und bin halt froh, wenn es dann wieder da ist, dieses Gefühl. Also die Spiele werden ja jetzt zurückkommen, aber halt auch in vollen Stadien, das ist halt wie gesagt ein unbeschreibliches Gefühl. Hast du ein Haustier, was dich in dieser Zeit ablenkt? Ich selber habe kein Haustier, aber mein Cousin wohnt von mir 5 Minuten zu Fuß. Und er hat ein Haustier und wenn mir langweilig ist, hole ich ihn immer und lasse ihn dann bei mir ein bisschen, ja, sein Zeug halt machen, sodass mir halt nicht langweilig ist und gehe dann auch mal mit ihm Gassi. Von daher habe ich halt so teils ein Haustier, selber nicht, aber er ist eigentlich so gut wie jeden Tag irgendwie bei mir. Von daher kann er mich schon gut ablenken. Machst du in dieser Zeit mehr Musik als sonst? Derzeit mache ich schon mehr Musik als sonst, was ich eigentlich ganz gut finde, weil das lenkt mich halt ab. Das lenkt mich halt ab und ja, ich habe jetzt viele Texte geschrieben und wenn es halt wieder alles normal ist und ich auch wieder ins große Studio gehen kann, dann habe ich halt viel vorgearbeitet und kann halt auch Lieder für Lieder machen. Habe mir selber halt ein Mikrofon geholt und habe hier jetzt auch Demos aufgenommen, was halt ganz praktisch ist, weil ich dadurch dann schneller weiß, was ich will, wie sich der Song anhört und was ich da noch ändern kann. Von daher würde ich schon sagen, dass ich in dieser Zeit, in den letzten 9 Wochen schon sehr, sehr viele Lieder geschrieben habe und produktiver war als in der Zeit davor. Und ja, bin schon froh darüber, dass ich das Schreiben halt nicht verlernt habe, weil vor der Zeit habe ich schon ein bisschen nachgelassen, sage ich mal. Und jetzt habe ich alles wieder aufgeholt und bin halt froh, dass ich da auch ein Stück weitergekommen bin. Machst du gerade dein Musikalbum fertig? Ob ich mein Musikalbum fertig mache, das ist eine gute Frage. Also der Plan für mich ist jetzt gerade so musiktechnisch halt Single für Single rauszubringen. Und ja, ich stelle halt dann immer so Umfragen, sage ich mal, bei Instagram, ob halt Leute jetzt auch ein Album von mir hören wollen oder nicht. Weil ich sag mal, ich habe schon sehr, sehr viele Songs in der Pipeline, die ich eigentlich auch rausbringen kann. Aber ich bin halt auch so ein Mensch, ich achte drauf, was halt, wie gesagt, zum Umfeld gerade ein bisschen ist, halt wenn es vom Fußball her passt, wenn das Wetter dazu passt. Und ja, jetzt ist gerade ein bisschen so Richtung Sommer und dann will ich halt wieder die Sommerlieder rausbringen. Und wenn die Zeit gekommen ist, denke ich schon, dass ich auch mal ein Album rausbringen werde. Aber bis zum Ende des Jahres werden schon sehr, sehr viele Tracks noch von mir kommen. Das kann ich versprechen. Und ja, wenn die Resonanz gut ist und man mehr von mir hören möchte, vielleicht auch ein Album, dann bin ich auf jeden Fall offen dafür und würde das auch in Angriff nehmen. Machst du vom Balkon aus auch Musik für deine Nachbarn? Ob ich Musik vom Balkon aus für meine Nachbarn mache? Komischerweise ja. Und da hatte ich gerade das Gefühl,
hat man mich schon gesehen oder gehört von dort aus. Also ich nehme schon die Box und mache die dann ganz laut und spiele dann den DJ, weil links neben mir direkt Alex Perez ist und unter mir direkt Jonathan Klaus. Von daher, die haben halt nichts dagegen. Und auch drumherum und gegenüber von mir alle, die sind das jetzt schon gewohnt halt, dass die wissen halt, dass ich morgens beim Training bin und wenn ich zurückkomme, ist die Tür direkt offen und die Musik trällert dann da komplett raus. Und ja, ich denke mal, dass ich hoffe, dass ich halt jeden Musikgeschmack so ein bisschen treffe. Und dazwischen haue ich immer mal ein paar neue Lieder von mir rein, um da ein bisschen Resonanz zu bekommen. Aber bis jetzt wurde ich halt noch nicht angezeigt. Von daher denke ich, dass das noch ertragbar ist. Und solange da noch keine Polizei vor meiner Haustür steht, werde ich den Job auch weiterführen. Sind deine Fenster jetzt alle gut geputzt? Meine Fenster sind nicht gut geputzt. Ich weiß nicht, habe ich mal was dazu gesagt, weil ich habe halt oben sehr, sehr viele Fenster. Also ihr müsst euch vorstellen, dass ich halt eine Zwei-Etagen-Wohnung habe und oben ist halt alles, sage ich mal, offen mit riesengroßen Fenstern und die zu putzen, das dauert ja nicht Jahre. Also wenn man motiviert ist, dann schon, aber ich bin da halt weniger motiviert und warte dann immer, bis meine Mama mir da hilft. Und ja, aber meine Fenster, ja, da kann man halt noch durchgucken und das reicht mir im Moment. Wie hältst du Kontakt zu deinen Nachbarn? Wie ich den Kontakt zu meinen Nachbarn halte, ganz einfach. Also, die hören ja die Musik, dann wissen die ja, dass ich da bin. Und wenn die dann rüberkommen, um mich zu beleidigen, dann schenke ich denen halt irgendwas Süßes und dann sind die auch wieder ganz gut drauf. Also, nein. Wie gesagt, links von mir ist ja Alex Perez und er ist ja mein Nachbar, von daher ich sehe den halt jeden Tag. Und die anderen Nachbarn halt rechts neben mir, die sind halt, wenn die Sonne scheint, sind die auch alle draußen. Von daher geht es denen gut und die liegen und dann halten wir halt immer hier und da mal ein paar kleine Gespräche und gegenüber von mir genauso. Also wir sehen uns schon so fast jeden Tag. Das heißt, man muss halt nicht irgendwie jetzt in einem Raum sein oder so. Das reicht schon so und deswegen ist das schon gut so, wie es ist. Hat dir einer die Haare geschnitten, bevor die Friseure wieder geöffnet haben? Ja, mir wurden die Haare geschnitten, bevor der Friseur wieder offen oder geöffnet wurde. Sieht auch so aus, als hätte ich sie mir selber geschnitten. Ich hatte halt, ja, großes Verlangen danach, dass mir die Haare geschnitten werden und dann hat sich halt ein Kollege dazu bereit erklärt, das zu machen. Dahingestellt, ob es gelungen ist oder nicht. Wenn der Friseur wieder offen ist, dann werde ich das auch nochmal in Angriff nehmen. Obwohl ist er jetzt offen, wenn ich die Zeit dazu habe. Weil ich halt noch ein bisschen paranoid bin und wenn sehe, dass da halt sehr, sehr viele drin sind, dann ja, bleibe ich eher ein bisschen auf Abstand. Aber ja, wie gesagt, zu der Frage, mir wurden die Haare geschnitten. Laufe draußen eher mit einer Cappy rum und weil ich jetzt schon mindestens ein, zwei Stunden brauchen werde, um wieder meine gewohnte Frisur zu bekommen. Und wie gesagt, wenn sich das ein bisschen beruhigt hat und sowas, dann werde ich da auch wieder hingehen und dann wird man mich auch wieder erkennen, auch ohne Cappy. Jetzt habe ich mir selber eine Cappy wieder aufgesetzt, weil ich mich selber nicht mehr sehen kann. Ich wollte euch nochmal alles, alles Liebe wünschen und hätte mich gefreut, wenn ich euch dieses Jahr auch wieder besuchen konnte, hätte können. So. Ja, schade, Corona-Zeit hier und da, aber wir machen einfach das Beste draus und ich bin mir sicher, dass wir uns bald wiedersehen und dass wir die Zeit dann nachholen können. Bleibt gesund und wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Euer Andi, ciao, ciao.